Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Leichter Leben, Zeit für mich mit wunderbar anschaulichen Themen heute und auch Übungen, die Sie zu Hause möglicherweise auch mitmachen können. Ich habe Johanna Arnold heute zu Gast. Aus München ist sie zu uns gekommen und wir werden über Magnetismus sprechen, über Franz Anton Mesmer, vor allem aber darüber, was der Magnetismus uns Menschen bedeutet und was es bedeutet, wenn unser persönlicher Magnetismus in Unordnung gerät. Richtig. Und wie man ihn wieder und ich danke ganz herzlich für die Einladung, lieber Jens, und möchte noch kurz erwähnen, wir behandeln dieses Thema auf sehr historischem Boden, denn es gab noch Ende des 19. Jahrhunderts eine Klinik für Heilmagnetismus in Berlin. Ja. Und es gab an der Universität einen Lehrstuhl für Heilmagnetismus. Also den das jetzt heutzutage hier nicht zu mehr, besprechen, aber dass wir das wir werden das wieder erwecken. Genau, ja. Wir erwecken das ein kleines Stückchen wieder, hast du schön gesagt. Wir erwecken auch etwas, nämlich die Funktion der Zirbeldrüse mit Kerstin Pieper heute. Hat sie sich einiges vorgenommen. Hallo. Und hat auch eine wunderbare Übung mitgebracht. Genau. Freue mich auch sehr, wie wir die Zirbeldrüse mal wieder zu ordentlich Aktivität bringen. Prima. Freuen wir uns sehr und wir werden noch per Webcam mit dem Prinzen heute wieder verbunden sein. In Astro Royal geht es um das Thema, warum Adel noch viele Kinder bekommt und was geschah eigentlich mit Fergie. Da wird es Antworten zu geben vom Prinzen, Prinz Mario Max zu Schaumburg-Lippe. Ich freue mich schon sehr. Liebe Johanna, du hast schon gesagt, wir bewegen uns in Berlin auf historischem Grund. Richtig. Denn hier wurde der Magnetismus bzw. Heilmagnetismus wie in Franz Anton Mesmer entwickelt hat, wiederentdeckt hat, wurde hier weiter gefördert, wurde weiter ausgebildet. Ja. Das gibt's alles nicht mehr, aber du hast Mesmer für dich wieder ein Stück weit entdeckt. Wie also mein Prozedere war so, dass ich im Elternhaus erlebt habe, mein Vater hat im Krieg Erlebnisse gehabt, die ihm bewusst gemacht haben, dass er heilende Hände hat. Ja. Ja. Und er hat dann am Ende seines ersten Berufes die Heilpraktikerschule besucht und wurde dann Magnetiseur. Also im Elternhaus war dann sozusagen mein Berufsziel vorprogrammiert. Ja. Ich wurde auch Heilpraktikerin, wie bekannt. Und ich habe die Methoden, die ich in der Ausbildung gelernt habe und dann auch in der Assistenzzeit im damaligen Naturheilsanatorium Schloss Lindach, war zu der Zeit sehr bekannt, gibt es leider nicht mehr, von Dr. Abele, all die Methoden in meiner eigenen Praxis angewandt. Mhm. So das ganze Spektrum der Erfahrungsheilkunde, Homöopathie, dann war Lymphdrainage kam nach Dr. Vodder, dann Akupunktur natürlich etc. etc. Ja, und dann ist es so, dass man das, was man im Elternhaus erlebt, ja oft mal links liegen lässt. Erst einmal weg, alles andere ist modern, ist toll, ist up to date. Und dann kam ein Erlebnis, eine Patientin hat mich gebeten, ich möge doch bitte auch ihren Mann behandeln. Und ich konnte sehr gut helfen und ich fragte, ja gut, um was geht es denn? Er sagt sie, ja, er hat fortgeschrittene Leberzirrhose. Mhm. Nun hat man zu der Zeit damals noch keine Transplantationen gemacht wie heute. Und er war in ärztlicher Behandlung und die Krankheit war fortgeschritten und ich war nicht ganz glücklich über dieses Ansinnen, kam aber dann auf die Idee, natürlich störe ich nicht die ärztliche Therapie, aber ich kann ihn ja heilmagnetisch behandeln und seine Selbstheilungskräfte anregen. Ja, gesagt, getan. Und er war dann bis 3 Tage vor seinem Exitus, konnte er seine Kanzlei führen. Ja. Also es war schon sehr beträchtlich und beachtlich. So, und dann war er einmal an einem Freitagabend der letzte Patient. Und dann ging es mir am Wochenende sehr, sehr schlecht. Psychisch, physisch, ich hatte keinen Grund. Mhm. Ich habe gedacht, was ist hier los? Ja? Und dann habe ich das I Ching zu Rate gezogen. Und manche Zuschauer wissen vielleicht, das I Ching ist ein chinesisches Orakelbuch. Und ich habe gelegt das Zeichen Nummer 25. Und da gibt es einen Wandlungsstrich. Mhm. Und der Wandlungsstrich heißt, man höre und staune. Du übernimmst Krankheiten von anderen, nimm keine Arznei, es geht von allein wieder vorüber. Mhm. Peng. Ja, damit war ich überhaupt nicht einverstanden. Ich habe gedacht, das kann vom Schöpfer nicht so gemeint sein. Ja, dem einen geht es besser und dem anderen geht es schlechter. Also das kann nicht sein. Ja. Und habe dann auch erlebt in der Praxis meines Vaters, er hatte sehr viel Erfolg im Inland und Ausland und er hat sich einfach verausgabt und vielleicht auch Krankheiten übernommen. Ja. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht, es muss etwas geben, dass eben dieser Faktor wirklich ausgeschaltet wird. Dass man energetisch helfen kann, dass man die heilmagnetischen Felder ordnen kann, dass man die Voraussetzung schafft für Gesundheit, aber eben nicht auf diese Weise. Und dann habe ich mich auf die Suche gegeben. Und dann, der Name Mesmer ist eben gefallen. Darf ich kurz auf ihn einkommen? Ja.
Also er ist 1734 in Itznang am Bodensee geboren. Er war wohl ein sehr hochintelligenter Mann, hat Philosophie studiert, hat Theologie studiert, hat dann mit Jura angefangen und blieb dann bei der Medizin. Ja. Er hat dann sehen wir auch ein Bild, glaube ich, genau. Aha. Und er hat dann eine reiche Witwe geheiratet, eines einstigen Baron von Eulenschenk, und ist nach Wien gezogen. Und dort hat er ein großes herrschaftliches Haus geführt, nämlich ein herrliches Palais in einem großen Garten mit Laboratorium. Auch ein Theater war dort. Und auch ein großes gesellschaftliches Leben. Messmer hat selbst die Musik geliebt, hat Glasharmonika gespielt, wie bekannt ist. Und man hat Kontakt gepflegt mit Willibald Gluck, mit Josef Haydn und mit der Familie Mozart. Ja. Und der junge Mozart, der kleine Mozart noch, der konnte sein Singspiel Patient, Patient in seinem Garten uraufführen. Und da und dort liest man in der Literatur, man vermutet, dass Messmer es in Auftrag gegeben hat. Ja? Gut, Messmer hat dann eines Tages den damaligen Hofastronomen, einen gewissen Pater Hell, kennengelernt. Und dieser Pater Hell hat ihm erzählt, dass er für eine Engländerin Magnete besorgt hat. Ja? Die hat ihn darum gebeten, weil sie ihre in England vergessen hatte und sie ihre Magenschmerzen damit immer wegtherapieren konnte. Jetzt kann man dazu sagen, in England war das damals sehr populär, sehr modern, sich mit Magneten zu behandeln, auch so in der Tradition von Paracelsus. Ja? Für Messmer scheint es neu gewesen zu sein, denn er war hoch interessiert und hat ab sofort damit experimentiert und sicher auch therapiert. Und jetzt kam sein Schlüsselerlebnis, denn er war eines Tages anwesend bei einem Aderlass. Ja? Also wenn das Blut geflossen ist, und er hat gesehen, wenn er also zu dem Patienten hingeht und wenn er weggeht, dann fließt es entweder mehr oder weniger. Und ja, interessiert wie er war, hat er Schluss gefolgert, Moment mal, dann bin ich ja wie ein Magnet. Dann habe ich ja Kräfte der Anziehung und Abstoßung wie ein Magnet. Und es kam ihm dann noch eine Erleuchtung, weil er hatte damals seine Dissertation geschrieben mit 28 Thesensätzen. Er hat vermutet, es muss im Universum ein physisches Fluidum geben, das alles durchdringt, das die Planeten in seinen Bahnen oder in ihren Bahnen hält und das den Einfluss der Planeten auf den Menschen bewirkt, etc. etc. Und jetzt bei diesem Erlebnis kam ihm der Gedanke, jetzt weiß ich, was ich damals gesucht und nicht benennen konnte. Es ist der Magnetismus. Es ist die Kraft, die die Welt im Innersten zusammenhält. Und damit auch den Menschen. Und auch den Menschen, genau. Auch da alle Zellen miteinander richtig, verbindet. Und er hat dann angefangen, tatsächlich nur noch mit den Händen zu heilen. Ja. Und da war es dann so, dass er sehr viel Erfolg hatte. Und wie es leider heute auch noch so üblich ist, es kamen Anfeindungen, Verleumdungen. Und er ist nach Paris gezogen. Und dort hat er eine ganz steile Karriere gemacht, bis in die höchsten Adelskreise. Und bei Ausbruch der Revolution ist er dann, musste er Paris wieder verlassen und ist dann am Bodensee gezogen. Sein wohl bedeutendster Schüler ist Dr. Wohlfahrt, von dem wir vorher erwähnt haben, es gab eine Klinik hier für Heilmagnetismus, eben unter der Leitung von Dr. Wohlfahrt. Und Messmer hat in Frankreich auch diverse Schriften geschrieben. Und Dr. Wohlfahrt hat sie übersetzt. Ja. Und jetzt kommen wir zurück zu meinem Erlebnis. Ich habe ja gesucht, was kann ich machen, was muss man gesetzmäßig tun, damit man die Selbstheilungskräfte eines Patienten anregt, ohne selbst was zu übernehmen. Ja. Also ich habe Literatur in der Bibliothek meines Vaters durchforstet. Dann bin ich in die Staatsbibliothek in München, habe dann nach Messmer-Literatur gesucht, bin bei Wohlfahrt gelandet. Und da gibt es einen ganz dicken Schinken, der heißt System der Wechselwirkungen. Wechselwirkung ist etwas, was in unserer Zeit von den Physikern auch oft benutzt wird, zum Beispiel von Professor Dürr. Also Messmer war da sehr vorausschauend. Und dann habe ich mir gedacht, ja und, lieber Herr Messmer, wie hast du denn behandelt? Ja. Bin aber nicht fündig geworden, also er hat keine Anleitungen gegeben. Und ich habe dann noch ein Buch kennengelernt, Im Lichte der Wahrheit, Gralsbotschaft von Abdruschin. Und das ist ein Buch, wo die Schöpfungsarchitektur beschrieben ist. Also vom Anfang der Schöpfung, laut Genesis ist Werdelicht und es ward Licht, ja, bis zu unserer dreidimensionalen Welt. Und da sind auch Schöpfungsgesetze geschrieben, die habe ich mir zu Hilfe genommen, plus den Ausspruch von Messmer,
Im menschlichen Körper findet man Eigenschaften, die mit demjenigen des Magneten übereinstimmen. Also habe ich mich auf die Suche gemacht, bin auch ins Deutsche Museum. Da war nachmittags ein Vortrag für Kinder und da haben die sehr viele Experimente gezeigt. Und das fand ich als sehr spielerisch, konnte ich da einsteigen. Und das sind Experimente, die ich dann auch gerne hier zeigen würde. Ja. Sodass jeder dann auch sein Feld, das jeder von uns zwischen den Händen hat, erleben kann. Und wichtig, Goethe sagt uns ein schönes Zitat, darf ich das zitieren? Ja, gerne. Ja? Wo kann man Goethe nicht zitieren? Ich bin auch da fündig geworden mit Magnetismus. Und er sagt, der Magnetismus ist eine allgemein wirkende Kraft. Ein jeder Mensch besitzt sie, nur nach seiner Individualität etwas verschieden. Und seine Wirkungen erstrecken sich auf alles und auf alle Fälle. Die magnetische Kraftwirkung des Menschen erstreckt sich auf alle Menschen, auf Tiere und Pflanzen. Ja, der Mensch weiß es nicht, was er ist, aber ebenso wenig, was er besitzt und was er kann. Darum ist er so elend, so ohnmächtig und ungeschickt. Aber alle Zuschauerinnen und Zuschauer und wir sind ab heute nicht mehr ungeschickt. Nein, weil wir wissen, wir entdecken die Fähigkeiten wieder. Und dazu bringen wir ein paar Gesetzmäßigkeiten. Die wirst du uns gleich noch demonstrieren im Laufe der Sendung. Du Gerne. Hast auch noch etwas mitgebracht, nämlich dein Buch und auch eine dazu passende DVD mit deinen Händen heilen, wo es um den Magnetismus, um die auch von dir entwickelte Ordnungstherapie geht. Werden wir auch gleich noch etwas mehr darüber sprechen. Wenn Sie dieses wunderbare Paket gewinnen möchten, dann beantworten Sie uns bitte folgende Frage. Johanna Arnold ist Expertin für A. Mesmerismus oder B. Optimismus. Eigentlich gibt es da gar keine falsche Antwort. Rufen Sie uns an, wenn Sie es wissen, unter der 0137 988 1404 und aus Österreich und der Schweiz unter der 0901 050 190. 18 Jahre alt müssen Sie sein, wenn Sie bei uns teilnehmen möchten. 50 Cent kostet der Anruf und aus dem Mobilfunknetz, das wissen Sie, kann es immer etwas teurer sein. Bis 15 Uhr sind die Leitungen für Sie geschaltet und die Teilnahmebedingungen finden Sie wie immer auf astrotv.de. Und jetzt haben wir für Sie Astro Royal. Hier wird schon im Studio, wir wollten eigentlich schon fast eine Diskussion wieder anführen, aber jetzt haben wir den Prinzen da mit Astro Royal. Lieber Prinz, hallo. Hallo, hallo, sehr schön, dass wir wieder zusammen hier mal Astro Royal machen, lieber Jens. Ja, ich freue mich auch sehr. Und vor allem hast du ganz, ganz wilde Themen mitgebracht, nämlich warum der Adel immer noch so viele Kinder bekommt und dann noch ein Thema, was ja, mit Kinder bekommen auch so ein bisschen zu tun hat, denn auch sie hat Kinder bekommen als Royal. Was ist eigentlich mit Fergie jetzt so geschehen in der letzten Zeit? Das wollen wir natürlich auch wissen. Ja. Aber vor allem natürlich, warum der Adel immer noch so viele Kinder bekommt. Ist das, weil sie dann ordentlich Kindergeld kriegen und dann die Paläste damit finanzieren oder warum? Ja, ist es so, im Adel, da geht es vor allem darum, diese vielen Jobs, die sie haben, das heißt, sind ja die offiziellen Jobs, das hat dann immer nur eine Person und der Kronprinz. Also wenn man jetzt nach England zum Beispiel guckt, ist ja die Königin der Staatsoberhaupt natürlich, Königin Elisabeth II. Die hat dann auch an ihrer Seite Prinz Charles, der bei den Veranstaltungen hilft, die offiziellen Dinge wie die Parlamentseröffnung, dann natürlich auch die Ministerangelobung. Aber neben diesen offiziellen Agenten sind natürlich diese ganz, ganz vielen Charity-Termine, wo man zum Roten Kreuz geht, zu den Vereinten Nationen geht, zum Kinderkrebsspital geht. Das heißt, man macht dann viel, um ein gutes Zeichen zu setzen. Und genau da wird es dann wichtig, dass auch andere mithelfen, dass die Familie hier groß ist und zusammenhält. Denn man muss ja eins sagen, die Königin macht alleine 800 Termine im Jahr und das eben mit ihrem hohen Alter, dann Prinz Charles ebenso viele Termine. Und dann sind aber noch lange nicht alle Organisationen, die Veranstaltungen haben, damit beglückt, weil natürlich, wenn man jetzt denkt, das riesige England, dann, wenn wir die Königin und Prinz Charles haben, sind das zusammen erst 4 Termine pro Tag. Aber wie viele Veranstaltungen gibt es denn? Man muss denken, eine ist in London, die nächste ist in Liverpool, die nächste, die ist in Windsor. Also es sind einfach so viele Dinge hier wahrzunehmen, wo man auch ein gutes Zeichen setzen will. Und deshalb brauchen die große Familien, dass die Arbeit auch erledigt werden kann.
Und deshalb wird auch kräftig hier am Nachwuchs gebastelt. Siehe zum Beispiel Prinzessin Madeleine von Schweden oder natürlich auch die Kate in England. Also das ist eine ganz spannende Situation. Und auch muss man sagen, so viele Kinder zu haben, das bedarf natürlich auch der entsprechenden Kasse. Und die ist dann dort schon vorhanden und vor allem auch die großen Häuser. Weil nichts ist unlustiger als so ein leeres Palastgebäude, eine leere Hülle. Da muss schon die Großfamilie drinnen sitzen und die Kinder herumwirbeln, dass man dann auch richtig schön diese großen Paläste bewohnen kann und mit Leben erfüllt. Also da ist absoluter Kindertrend riesig bei den Royals. Und da möchte ich dann auch schon übergehen zu einer Mutter, die es sehr gut gemacht hat. Und warum die das so gut gemacht hat, die Herzogin Folge von York, da wäre ich jetzt dazu kommen, mein Lieber. Ja, also sie ist ja so ein bisschen aus dem Blickfeld verschwunden. Es war ja vor ein paar Jahren, ging das ja alles so ein bisschen hoch, auch mit ihrem Mann, Prince Andrew, Randy Andy genannt. Also er war auch natürlich eine Partyrakete und sie stand ihm da, glaube ich, auch in nichts nach. Hat natürlich für Nachwuchs auch gesorgt, aber dann ging alles irgendwie auseinander und es war auch irgendwie so ein kleines bisschen Scheidungskrieg. Ne? Also sie ist so ein bisschen aus der Königsfamilie dann natürlich ausgeschlossen und in Ungnade gefallen, hatte man das Gefühl, ne? Genau, und jetzt ist alles ganz anders. Das ist ja das Tolle, muss ich auch als Questico-Berater sagen. Jeder, ob das jetzt eine Herzogin von York ist oder der Nachbar Kunze, jeder hat quasi diese Achterbahnfahrt auf und ab und kann auch wieder hinauffahren. Und genau das hat eben die Herzogin von York gemacht, was ganz toll ist. Und zwar Fergie, wie sie ja liebevoll in der Presse immer genannt wird, hat, wie gesagt, vor mehr als 10 Jahren die Scheidung von Prinz Andrew hinter sich gelassen. Und dann ging es natürlich turbulent. Dann hat sie eben auch viele Projekte gemacht und probiert und ging durch die Medien. Und mittlerweile ist es so, dass die vor ein paar Tagen essen waren im Steakhouse in London, sind dort bis nach Mitternacht gesessen, haben sich sehr gut vertragen. Prince Andrew und Fergie, dann haben sie gemeinsam ein Ferienhaus in Verbier in der Schweiz, wo sie immer wunderschön Urlaub verbringen und Skilaufen. Und verbinden tut sie natürlich hauptsächlich die Vaterschaft und Mutter zu sein von zwei wunderbaren Töchtern, und zwar Prinzessin Eugenie und Prinzessin Beatrice von York. Und die zwei Prinzessinnen, die gelten als sehr hart arbeitende Prinzessinnen, die eine komplett bürgerliche Karriere haben, die jeden Tag ins Büro gehen und ihren Job machen und gleichzeitig komplett ihre Freizeit dem guten Zweck widmen und Spenden sammeln für Kinder, die an Krebs erkrankt sind. Also die sind richtige Vorbildprinzessinnen. Und das Schöne ist auch, dass die Prinzessin Mutter, muss man sagen, und die Herzogin Fergie eben im Palast, im Buckingham Palast ein- und ausgeht. Und zuletzt hat das die britische Presse wieder ganz groß hochgespielt vor einigen Tagen, als die Tochter von David Beckham Geburtstag hatte. Und David Beckham ist natürlich einer, der sehr gerne in den sozialen Netzwerken unterwegs ist. Und der hat dann Fotos gepostet, und zwar von seiner Tochter mit ihm im Buckingham Palace und am Hauptplatz vor dem Buckingham Palace. Und daneben stand dann noch die Prinzessin von York. Und dann hat er noch gesagt, Fergie hat hier das Fest und diese Feierlichkeiten für seine Tochter organisiert. Und das waren Geburtstagsfeierlichkeiten für die Tochter. Und dann hat sich natürlich die britische Presse riesig aufgeregt. Buckingham Palace, der Staatssitz der Königin, wie konnte dort die Beckham-Tochter feiern und Fotos vom Palast. Und dann hat Prinz Andrew sofort ein Statement rausgegeben. Erstens war das ein privates Fest und auch die Beckham kann ich dazu einladen, wo er ganz recht hat. Und zweitens lebt er halt nun mal im Buckingham Palace und wenn er dort Freunde zur Teeparty einlädt oder die Kinder seiner Freunde, ja, dann muss das natürlich auch die englische Presse akzeptieren. Die haben das dann mittlerweile auch geschluckt. Und die zweite Sache war, wo dann die Herzogin von York gesagt hat, meine Töchter, die sollen nicht dauernd von den Paparazzi-Fotografen verfolgt werden, wenn die in die Arbeit gehen, wenn die ihren Job machen. Weil das sind nun mal junge Damen, die sich vollkommen ihrem Beruf widmen und nebenbei eben Charity machen und ihre Aufgaben für das britische Königshaus.
Und ihr Appell war sehr massiv, wo sie gesagt hat, hey, lass ein bisschen Abstand. Meine Töchter sind ganz anders, als so die typische Royalrolle war, wo man nur repräsentiert. Meine Töchter, die sind eben auch im Berufsleben verfestigt und die brauchen ein bisschen Normalität und bestimmt nicht Fotografen. Wenn die am Arbeitsplatz erscheinen, das schadet ihnen. Und das fand ich sehr toll, weil das auch mal sehr ein ehrlicher und ein Herzensaufruf ist. Und die Herzogin von York, die hat sich ja wirklich Berge bewegt, was sie jetzt, wie sie jetzt kommuniziert, wie sie agiert und ist jetzt, das ist die dritte Neuigkeit von ihr, zu einer ganz tollen Businessfrau geworden. Und zwar unter dem Namen Margaret York, das ist einer ihrer Vornamen, tritt sie jetzt als Geschäftsfrau auf und hat eine Firma für Kinderbücher. Die läuft ganz toll, da hat die 4 Millionen gemacht, blitzschnell mit ihren Ideen und Kreativität. Das ist eine Helikopter-Comic-Figur, die verkauft so gut in England, dass die dann wirklich Riesenvermögen schon gemacht hat damit. Und das zweite Projekt ist, das sind Tees mit den verschiedenen Duftnoten. Und das ist natürlich auch schön und glaubwürdig, dass sich eine Herzogin von York, die im englischen Königshaus ein- und ausgeht und die Mutter von Prinzessinnen ist, dass die richtig weiß, wie man guten Tee trinkt und guten Tee verpackt. Und das ist in ihre zweite Firma, wo sie diesen Tee einpackt. Und die ist auch ganz eine Schlaue. Viele von uns sagen ja, naja, wie kann man dieses Geschäft machen oder wie kann man spirituell arbeiten, wenn man nicht den richtigen Raum hat? Oder wie kann man irgendwas aufbauen, wenn man hier nicht das Büro hat, was man sich wünscht? Die Herzogin von York, die hatte so ein Büro, eine Bürowohnung angemietet und das wurde ihr zu teuer, dann hat sie das lassen und die macht jetzt alle Meetings in der Library Bar im Londoner Laneborough Hotel. Da trifft man sie immer. Das heißt, sie hält hier Hof in einem schönen Hotel und trifft dort ihre Geschäftspartner. Und da sieht man eben, wo ein Wille ist, ist ein Weg. Und das sage ich auch immer als Questico-Berater. Ja, das wollte ich gerade sagen. Also auch dich kann man natürlich treffen. Dafür muss man nicht in eine königliche Bar gehen, sondern nur ans Telefon. Ja, du sagst es. Ich bin jeden Tag auf Questico erreichbar. Und ich habe heute ein Jubiläum. Ich freue mich so. Ich habe genau heute schon früh eingeschaltet gehabt und heute habe ich schon mein 5000. Bar zusammengeführt. Meine Spezialität ist ja, den Herzensmann zu aktivieren, die Blockaden zu lösen und das Liebesglück hier zu entfachen. Und jetzt bin ich wirklich beim Zähler von 5000 glücklichen Paaren, wo ich mithelfen konnte, dass die eben wieder zueinander finden. Und genauso hat jetzt eben die Herzogin von York mit ihrem Andrew wieder zusammengefunden. Und das ist oft ein schöner Moment, wenn man sich vielleicht mal auseinander gelebt hat oder wenn sich wer nicht so meldet oder wenn hier etwas passiert, wo man sagt, ah, mir fehlt das Signal, ist diese Liebe wirklich so die richtige oder soll ich weitergehen? Da können wir als Questico-Berater eben wirklich oft helfen. Und der Blick von außen, wenn wir die Situation hören und dann unsere Meinung geben, auch gucken, was die geistige Welt dazu sagt, der macht oft dann wirklich wunderbar und dann gewinnen Dinge an Klarheit, wo man vorher nicht wusste, wie es wirklich weitergeht. Und dazu stehe ich als Questico-Berater einfach die Hilfe, Klarheit zu einer Situation zu gewinnen. Naja, und bei den beiden... Ganz lieben Dank, mein Lieber. Wir müssen jetzt im Programm auch ein kleines Stück weitermachen, sonst wird es die Prinz-Mario-Max-Show. Ganz lieben Dank. Du wirst heute, denke ich, noch das eine oder andere Gespräch mit deinen Klienten führen. Ganz lieben Dank, dass du heute für uns zur Verfügung gestanden hast und wir sehen und hören dich nächste Woche wieder. Ja, nächste Woche, lieber Jens. Bist du da noch da? Oder wie, da ist dann die liebe Woche Andrea auch Wieder da. Sie ist heute aus dem Flugzeug gesprungen, aber mit Fallschirm und wird mit Sicherheit nächste Woche auch darüber berichten. Ganz lieben Dank, dass du da warst. Bis nächste Woche dann mit der lieben Kollegin Andrea. Tschüss, mein Lieber. Nach Berlin auch. Ich grüße euch. Tolle Sendung machst du. Dankeschön. Und jetzt haben wir für Sie Rundum Fit. Ein toller Einstieg. Schön, ne? Ja. Ja. Schön am Wasser gerade oder im Wasser? Wie ich auf dem Plätzen sehe, hoppade. Ja, es waren natürlich Live-Bilder. Nein, nicht live, aber wir haben es aufgezeichnet, wie du auf dem Plötzensee mit dem Kajak unterwegs warst. Ja, und heute machen wir gar nicht so viel uns körperlich fit, sondern das Thema geht ja mehr so ein bisschen um die
mentale Fitness, ja, sagen wir mal so. Die Zirbeldrüse. Die Zirbeldrüse. Für nicht alle, zu verwechseln mit der Zwirbeldrüse. Ja. Weil die gibt es, glaube ich, nicht. Die gibt es nicht, auch die Zwiebeldrüse nicht. Aber die Zirbeldrüse, wo sitzt sie genau? Also sie sitzt im Hirn auf jeden Fall schon mal, hinterm dritten Auge. Irgendwo. Genau, man sagt eigentlich, dass sie im Mittelhirn sitzt. Ja. Also richtig entdeckt wurde sie ja noch nicht, aber es ist ein Mythos, dass die Zirbeldrüse dort sitzt. Und sie wird ja im spirituellen oder im esoterischen Bereich wirklich als die Öffnung des dritten Auges betrachtet, was so zwischen den Augen ist. Und was bedeutet das dritte Auge? Das brauchen wir einfach dafür, um unsere Wahrnehmung zu schulen, um eine spirituelle Anbindung zu finden oder auch um unser Bauchgefühl besser zu schulen. Es gibt ja immer viele Menschen, die sagen, Mensch, hätte ich bloß auf mein Bauchgefühl gehört. Ja? Mhm. Und ich finde, es macht Sinn im Leben, sein Bauchgefühl zu schulen und nicht immer alles nur über den Verstand zu regeln, was ist richtig, sondern wo fühle ich mich denn zu hingezogen? Und oftmals kennst du ja so den Kampf zwischen dem Gefühl und dem Verstand. Das ist ja manchmal bei den einfachsten Dingen, ja. Und die Zirbeldrüse ist dazu da, einfach um die Wahrnehmung zu schulen, die Intuition. Und da gibt es so schöne Übungen, die man machen kann. Die zeigen wir aber ein bisschen später. Mhm. Was ich noch wichtig finde, wir leben ja in einer Zeit, wo es sehr, oder wir haben es jetzt auch wieder gerade gehört, wir leben ja in einer Zeit, wo es wirklich darum geht, mehr auf sein Gefühl zu hören, mehr auf seine Intuition zu hören. Und die Zirbeldrüse können wir mit einer schönen Übung machen oder indem wir uns einfach ein bisschen fokussieren, zur Ruhe kommen. Ist auch ganz wichtig, wenn wir krank sind, wenn wir uns nicht wohlfühlen, dass wir nicht ständig überlegen, was kann ich denn jetzt noch machen? Weil manchmal gibt es einfach nichts zu tun, sondern geht es einfach darum, in die innere Ruhe und in die innere Harmonie zu kommen. Und da ist es schön, wenn die praktisch durchlässig ist, beziehungsweise wenn wir uns innerlich einfach harmonisieren können. Ja? Man liest immer wieder, wenn man so etwas zur Zirbeldrüse liest, ja, bei den meisten Menschen ist sie eigentlich verstopft, die muss man jetzt erstmal wieder frei machen, die muss mal so gereinigt werden. Also ich glaube, dass da hat jeder so seine Meinung zu. Ja? Also viele sagen, die ist dann verkalkt. Wodurch ist sie verkalkt? Zum Beispiel durch Fluorid, also das, was in der Zahnpasta drin ist. Fluorid ist grundsätzlich sehr ungesund. Es wird also auch oftmals sogar bezeichnet, dass Fluorid auf den Menschen wirkt wie Rattengift. Mhm. Ja. Trotzdem ist immer noch in der Zahnpasta oder in verschiedenen Lebensmitteln Fluorid drin, zum Beispiel auch im Salz. Also man sollte schon darauf achten, Lebensmittel zu kaufen, wo kein Fluorid drin ist. Also zum Beispiel darauf achten, dass man ein gutes Salz nimmt oder dass man zum Beispiel eine gute Zahnpasta kauft. Es gibt ja Bio-Zahnpasta überall in Supermärkten zu kaufen schon oder in DM-Märkten. Also im Prinzip so im ursprünglichen Salz, so im Steinsalzen. Genau. Und so. Genau. Ist kein Fluorid drin, beziehungsweise sagen wir, in einem natürlichen Vorkommen. Genau. Es geht eher um das Industriesalz. Ganz ne? Genau, alles, das, was so zugeführt wird. Es gibt auch Lebensmittel, wo Fluorid drin ist, wie zum Beispiel Spinat. Aber wenn wir jetzt noch anfangen, das alles auszumerzen, also das ist, da verirren wir uns. Es ist wie ein Irrgarten. Also ich denke mal, was so in der natürlichen Form enthalten ist, das ist eben so, ja. Aber alles, was zugesetzt wird, ist grundsätzlich nicht gut für den Körper. Das ist, wenn man da mal sich so ein bisschen googelt und mal durchforstet, wird man überrascht sein, wie ungesund und wie schlecht Fluorid ist. Und es gibt auch keine wirkliche wissenschaftliche Erkenntnis. Ich habe mich extra noch mal richtig informiert, ja, dass das den Zahnschmelz stärkt. Deswegen sind ja die meisten Zahnpasta damit angereichert. Ja. So, und was können wir noch machen, um unsere Zirbeldrüse ein bisschen zu aktivieren oder beziehungsweise auch um unsere Anbindung besser zu haben, mehr bei uns zu sein? Ist natürlich wie immer eine ausgewogene Ernährung. Mhm. Einfach zu wissen, was tut mir gut, auf Zucker zu verzichten, jedenfalls nicht zu viel Zucker zu essen, auf weiße Mehlprodukte, Alkohol, Kaffee, kann alles sein, aber in Maßen, wirklich in Maßen. Ja? Und dann sind wir mit unserem Körper zufrieden und in dem Moment, wo wir mit unserem Körper zufrieden sind, bauen wir ein anderes Feld um uns auf und haben auch eine sehr schöne Anbindung zu unserer Intuition. Also gerade so mit dem Essen, meine Güte, heute steht das im Internet oder überhaupt sagen Experten das soll man zu sich nehmen und das sollte man auf gar keinen Fall. In 5 Jahren ist es wieder alles anders. Also ist man auch immer so ein bisschen hin und her gerissen und verwirrt, was darf ich jetzt eigentlich noch essen? Ja, also ich glaube, ein gesundes Mittelmaß ist, ja, ich finde eigentlich eine vegetarisch angelehnte Kost sehr schön, aber es ist so, wenn wir jetzt anfangen, ach nee, kein Gluten.
das nicht. In dem Moment, wo ich anfange, in so einen Ernährungswahn zu fallen und dann schon, wenn ich es gegessen habe, vielleicht bereue, dass ich jetzt das Brötchen wieder gegessen habe oder dass ich jetzt vielleicht doch zu viel von dem gegessen habe oder dass das Mineralwasser, der Sprudel gar nicht so gesund ist. In dem Moment fange ich schon, das ist toxischer für meinen Körper, weil alleine die Stressgedanken, die verursacht werden, wieder was falsch zu machen, ja, das ist mehr Stress für unseren Körper, als wenn wir sagen, okay, es ist jetzt gerade mal so, nächstes Mal achte ich vielleicht ein bisschen mehr drauf. Und das ist ganz gefährlich, weil es gibt tatsächlich heutzutage schon ein neues Krankheitsbild, wo Menschen behandelt werden, die in einen Ernährungswahn gefallen sind, weil sie einfach Angst haben, dass alles, was sie essen, ungesund ist. Also das heißt im Prinzip, wenn ich einen Schokoriegel esse und dann dabei denke, um Gottes Willen, jetzt habe ich schon wieder, ich sollte doch eigentlich keinen Zucker essen. Also die Gedanken dazu sind eigentlich viel schädlicher als der Zucker, den ich zu mir nehme. So ist es. Ja, also ich rede immer wirklich in Maßen, aber das sind so diese Kleinigkeiten, ja, oder ich mache eine Feier, ich trinke vielleicht ein Glas Wein, obwohl ich normalerweise gar keinen Alkohol trinke, weil wir wissen, wie schädlich Alkohol ist. Wenn ich jetzt den ganzen nächsten Tag darüber nachdenke, hätte ich bloß das nicht getrunken, damit mute ich meinem Körper viel mehr Stress zu, als dass ich sage, Mensch, das war so eine tolle Feier, wir haben so einen Spaß gehabt, ja. Das sind dann wiederum die Glückshormone. Deswegen alles im Maßen, bisschen weniger ist besser, ohne Zweifel. Aber wirklich nicht anfangen, zu akribisch zu werden und wirklich frisch kochen. Das ist ein roter Faden. Mhm. Keine Fertigprodukte kaufen. Frische, lebende Nahrungsmittel essen, die ich zubereite. Da ist liebevolle Energie drin. In dem Moment, wo ich mein Essen liebevoll zubereite, führe ich meinen Körper Liebe zu. Das ist Energie und damit bin ich schon auf der besten Seite. Und wie wir die Zirbeldrüse mit einer ganz besonderen Übung auch noch aus dem Qigong. Genau, ja. Das wirst du uns gleich noch zeigen. Jetzt haben wir für Sie erst einmal zwei Beraterinnen unseres Partners Questico im Bewegtbild. Das Wort Problem bedeutet für mich, lass mich das, was ich habe, anschauen, um dann eine Lösung zu finden. Und in jeder Situation gibt es eine Lösung. Ganz gleich welcher Art. Es gibt immer eine Lösung. Ich kann immer schauen, wohin mich der Weg führt, damit die Kunden dadurch besser zurechtkommen und vor allen Dingen auch ihre Träume nicht verlieren. Ich sehe es als meine besondere Berufung, Sie ein Stück Ihres Weges zu begleiten. Unter anderem bin ich Expertin in Beziehungs- und Partnerschaftsfragen, sowie wenn es um die Fragen Ihrer Kinder und Enkelkinder geht. Selbst in einer Ehe und Partnerschaft, Mutter von 6 Kindern und 6 Enkelkindern, unterstütze ich Sie auch dabei. Johanna Arnold ist bei uns. Wir haben Franz Anton Messmer noch mal kurz vorgestellt. Den muss man immer mal wieder in Erinnerung rufen. Richtig, ja. Du hast gesagt, er ist am Bodensee geboren, ist auch dort später wieder hingezogen nach Meersburg. Dort hat er dann noch viele Jahre gelebt. Und Meersburg hat ihn auch geehrt mit einer Ausstellung. Die Stadt Meersburg hat seinen 200. Tag und Jahr 2015 geehrt, eben mit einer Ausstellung. Und es gibt ein Bild von seiner Grabstätte im alten Friedhof in Meersburg, ja, wo übrigens auch C.G. Jung liegt. Ja. Ah, guck mal, der sich so alles am Bodensee gebettet hat. Da haben wir das Grab von Franz Anton Messmer. Und schön, ja. Ja, und es gibt noch eine Statue am Hafen von Meersburg. Ja, ja, ne? Unter anderem da auch mit so einem großen Magneten. Ist, ja. Ja, ja. Aha, ja, und quasi sinnbildlich, also er hat natürlich nie mit so einem Riesenmagneten gearbeitet, aber die Magneten waren schon auch Teil der Arbeit. Magnetismus, sonst konnte man schlecht darstellen, hat man die Magnete genommen. Weil ansonsten nimmt man den Magnetismus, den eigenen, den man hat, mit den Händen wird gearbeitet. Das war seine große Entdeckung, dass man im Menschen Eigenschaften findet, so wie am Magneten. Jetzt hätte ich noch ein Anliegen. Es war ein Schüler von Messmer, ein gewisser Marquis de Puységur in Frankreich. Und der hat bei einer Behandlung per Zufall festgestellt oder hat Phänomene hervorgerufen, die man kennt heute unter Hypnose.
und die man auch kennt in Bezug auf Somnambulismus. Also Somnambulismus ist Schlafwandeln, Mondsüchtigkeit, ja. Und man hat dann festgestellt, das ist ja wie bei Somnambulismus. Und Mesmer hat gesagt, das ist ein künstlicher Somnambulismus und hat sich eigentlich davon distanziert. Mhm. Aber Piseguy hat dort dann angesetzt, hat weitere Forschungen gemacht. Das hat auch weitere Kreise gezogen. Es ging dann bis nach Schottland. Mhm. Ein gewisser Arzt, ein Dr. Brett, hat dafür den Namen Neurohypnosis gewählt. Entsprechend dem griechischen Gott des Schlafes Hypnos, und daraus wurde später Hypnose. Also es ist mir wichtig, dass klargestellt ist, Hypnose ist nicht von Mesmer erfunden, sondern es war ein Seitenzweig, der sich weiterentwickelt hat, und das, was die eigentlichen großartigen Fähigkeiten und Wiederentdeckungen von Mesmer waren, nämlich mit den Händen zu therapieren, das ist ein bisschen in die Vergessenheit geraten. Und da möchte ich es aus der dunklen Ecke etwas hervorholen. Denn, wie Goethe schon sagt, jeder Mensch hat die Fähigkeit, nur nach seiner Individualität etwas mehr oder weniger. Und es gibt ganz was Erstaunliches. Ich habe eine Teilnehmerin in meinen Seminaren gehabt, die hat so einen starken Magnetismus, die konnte einen Nagel nehmen, drüber streichen und dann war der magnetisch. Oder Büronadel oder eine Schere. Ja. Und dann war die magnetisch. Also es ist nur die Stärke des Feldes unterschiedlich, aber das Feld wirkt immer. Das heißt, können wir die Stärke unseres Magnetfelds irgendwie beeinflussen? Also kann unser eigenes Magnetfeld stärker werden? Also je mehr man es selbst praktiziert, wir sind ja nur Kanal, wir nehmen auf und geben ab, desto mehr werden auch unsere feinstofflichen Kanäle immer intensiver und wir nehmen immer höherwertigere Energie auf. Aber die Stärke des eigenen Magnetfelds hat jetzt auch nichts damit zu tun, wie gut wir uns oder auch andere behandeln könnten. Also nein. Wir müssen jetzt auch keinen Magneten einsetzen. Denn unser Magnetfeld ist schon schwächer natürlich als so ein Magnet, den man kaufen kann. Aber jetzt kommt was ganz Tolles. Ja. Wir wissen ja, dass zum Beispiel das Erdmagnetfeld abnimmt. Mhm. Ja? Also durchschnittlich, man rechnet entweder die Feldstärke in Gauss oder Tesla. Also sagen wir, durchschnittlich ist es jetzt ungefähr 0,5 Gauss. Mhm. Und jetzt habe ich hier ein kleines Experiment. Das sind zwei Magnete, von denen hat jeder 500 Gauss. Also sehr zusammen viel mehr als das sehr Magnet viel stärker. Fällt, ja. Und jetzt kommt dieses Phänomen, dass sich diese starken Magnete am Erdmagnetfeld ausrichten. Ja. Ja? Und zwar in Richtung geografischer Norden, dort liegt der magnetische Südpol. Mhm. Wie ist das möglich? Und die Schlussfolgerung, und das ist ein schönes Beispiel auch in Bezug auf das Feld zwischen unseren Händen, immer das feinstofflich höherwertigere wirkt ursächlicher. Ja. Also ja? Und das ist für uns ein Trost oder auch eine Bestätigung, dass wir zwar mit Magneten therapieren können, anregen, Schmerzen ausleiten, das ist bekannt, was man mit Magneten machen kann, aber mit unseren Händen ist es noch viel ursächlicher wirksam. Weil viel feinstofflicher. Feinstofflicher, genau. Und da gibt es was Schönes im Tao Te Ching. Mhm. Da heißt es, das Weiche wird das Starke besiegen. Mhm. Denken wir an ein kleines Pflänzchen, das sich durch eine Betondecke durcharbeitet. Ja, ja? Genau. Ist doch eigentlich nicht nachvollziehbar. Genau. Ja? Und das Schwache wird das Starke besiegen. Also das Magnetfeld ist viel, viel, viel schwächer, wie wir hier sehen. Und trotzdem hat es auf einer ursächlicheren Ebene größere Wirkung. So wie wir auch gerne sagen, stetes Tropfen höhlt den Stein. Richtig, vermeintlich ist richtig, der Stein viel stärker, härter natürlich als das Wasser, aber das Wasser schafft es trotzdem. Jetzt gehen wir mal davon aus, so wie Mesmer es gesagt hat, dann fragen wir uns, welche Eigenschaften sehen wir denn am mineralischen Magneten? Mhm. Und da würde ich gern diese zwei Magnete verteilen, Jens, und vielleicht der Dame auch. Ja. Ja, und ich nehme auch ein paar. Komm ruhig zu mir, setz dich hin. Und das Erste, was wir sehen, also das kennen wir wahrscheinlich von der Schule noch. Ich halte den mal. Wir haben also Eisenspäne. Mhm. Und die sind, wenn man sie schüttelt, ganz durcheinander. Ja. Und wenn ich jetzt unterhalb dieser Eisenspäne nur mit dem Feld, ohne das zu berühren, entlang ziehe, dann sieht man, dass sich alles in eine Richtung ausrichtet. Ja. Ja? Also wir haben das Ordnungsprinzip. Mhm. Ordnung und Ausrichtung. Ja. Das Zweite, was wir haben, und dazu nehmen wir mal bitte unsere Magnete.
Da kann man das ablegen schon. Mhm. Und jetzt bitte mal gut halten, weil die sind stark, ja, zwischen die drei Finger. Und jetzt zusammenführen. Vorsicht, entweder gibt es eine Anziehung oder Abstoßung. Ja, bei eine mir gibt es Anziehung. Genau. Und wenn man sie jetzt mal zusammenkommen lässt, ja, muss man doch ganz schön Widerstand geben, dass sie nicht zusammenkommen. Ja. Und wenn man jetzt einen umdreht, mhm, und es gibt eine Abstoßung, mhm, oh ja, dann muss man ja tatsächlich physische Kraft anwenden. Ja, ja. Also Wahnsinn, wirklich echt physische Kraft. Mhm. Ja, was ist denn das? Mhm. Es ist ein Feld. Ich sehe es nicht, ich rieche es nicht, mhm, ich schmecke es nicht. Aber ich sehe die Wirkung. Ja. Mhm. Und es ist wie bei einem Röntgenstrahl. Ja. 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 Man sieht nachher ein Skelett, aber den Strahl sieht man nicht. Mhm. Und darum, wenn es manchmal heißt, ja, aber Wahnsinn, das ist doch nicht... ich sehe nichts, ich spüre ja nichts. Ja, kann dann doch auch nicht sein. Die doch Wirkung ist es da. Es ist definitiv genau so. Und das ist auch etwas, wenn wir entsprechend feinfühlig sind, was wir natürlich fühlen, wenn der Magnetismus, also wenn wir mit den Händen arbeiten. Ja, da kommen wir jetzt dazu. Kann man natürlich slowly. Wir nehmen jetzt nochmal die Magnete. Ja. Und entweder, also gut halten, mhm, aber am besten vielleicht dort, wo sie sich abstoßen. Da ja muss man sich nicht so anstrengen, um die zu halten. Und dann spielen wir mit geschlossenen Augen, mhm, und puffern so ein bisschen, ja? Mhm. Damit das Gehirn registriert dieses Feld. Ja. Und ein bisschen zueinander, voneinander weg. Und da spürt man ganz deutlich, ja, diesen Widerstand. Mhm. Und jetzt einfach, wenn es geht, auch mit geschlossenen Augen die Magnete weglegen. Mhm. Und jetzt mit den Händen, die Innenfläche schaut sich an, auch so spielen wie mit den Magneten. Mhm. Bisschen zueinander, bisschen weiter auseinander, bisschen puffern. Und mehr auseinander und schauen, wie weit geht es noch, dass ich da eine Sensibilität habe. Ist es da? Mhm. Erst war stärker, ein bisschen schwächer jetzt. Und ein bisschen auseinandergehen, noch mehr auseinander und schauen, wie lange es immer noch spürbar ist. Jetzt. Ist es da? Hm. Also, liebe Zuschauer, das kann man leicht zu Hause bitte nachexperimentieren. Mhm. Ja? Ja. Und jetzt mal Folgendes machen mit der rechten Hand. Über den linken Arm, ja, von oben nach unten streichen. So. Mhm. Nicht am Körper, ein bisschen, ja, drüber weg. Hier merkt man es auch schon. Ja. Ne? Mhm. Aber nicht gegen den Strich zurück, bitte. Madame. Also, genau. Was ist zu spüren? Wer spürt was? Na, man spürt einen leichten, naja, so einen fetten Widerstand. Genau. Hm. Also richtig, schon eine Festigkeit. Ja. Ja. Also man kann spüren Wärme, mhm, oder Kühle oder ein bisschen ziehen, mhm, oder ein bisschen kribbeln. Also hier sieht man schon, wir haben ja zwischen den Händen, mhm, die rechte Seite ist üblicherweise positiv und die linke negativ. Gleiche Pole stoßen sich ab, mhm, das haben wir hier gesehen, und ungleiche Pole ziehen sich an. Ja. Und jetzt kommt was ganz Tolles, nämlich, wenn wir nur das machen, dann kommt unser ganzer Energiekreislauf in Bewegung. Mhm. Und je stärker eine Störung da ist in den magnetischen Feldern und im Energiehaushalt, umso stärker empfindet die Person etwas. Also ich kann aus der Praxis erzählen, ich hatte einen Herzpatienten, und der hat das gemacht und gesagt, Fahnert, ich kann nicht, ich kriege Herzschmerzen. Mhm. Weil Schmerz ist der Hungerschrei des Gewebes nach fließender Energie. Ja. Irgendwo ist zu viel, irgendwo ist zu wenig. Mhm. Und jetzt macht der das, die Energie kommt in Bewegung und mehr Toppler, hier geht es nicht weiter. Mhm. Und so jemand empfehle ich dann immer mal wieder ein bisschen. Dann hatte ich einen Aspa-Patienten, dem habe ich das auch gezeigt. Nach einer Weile sagt er, ich kriege keine Luft mehr. Ja? Also es ist wirklich alles eine Frage der fließenden Energie. Also das sollten Sie zu Hause auch das einfach mal ausprobieren. Das kann man wunderbar ausprobieren. Liebe, ja, Zuschauer, ja, wir machen gleich, Dankeschön, auch noch ein kleines Stück weiter. Bis hierhin, ja, erstmal ganz lieben Dank. Jetzt haben wir für Sie im Bewegtbild Sonja Lappesen. Herz.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Sonja Lappesen. Lebensberatung ist neue Sicht und Handlungsweisen zu entdecken. Hinter jedem Problem, was Sie gefangen hält, verbirgt sich die Chance. Meine Ziele in der Beratung sind positive Veränderungen. Ich erkenne Hintergründe und Zusammenhänge. Ich helfe Menschen, ihren Gefühlszustand zu verbessern und ihr Ziel zu erreichen. Ich freue mich auf unser Gespräch. Und wir freuen uns auf eine Übung mit Kerstin Pieper, um die Zirbeldrüse mal ein bisschen auf Vordermann zu bringen. Genau. Ich mache zwei Übungen. Ja. Beide Übungen sind unabhängig voneinander zu machen, bringen vor allen Dingen Ruhe rein, ja. Aber man kann sie auch in Folge machen. Also wir stellen uns einfach, wir können uns hinstellen, Wir können uns hinsetzen, wir können Soll ich uns mitmachen? Aber ja, also wir können uns hinstellen, wir können uns hinsetzen, wir können uns aber auch hinlegen, zum Beispiel wenn wir morgens wach werden oder nachmittags, wenn wir uns ein Stündchen hinlegen. Das heißt, wir stellen uns hin, legen zwei Finger hier in die Mitte auf die Stirn. Egal welche Hand, rechts oder links. Mach mal die rechte Hand bitte, genau. Die rechte. Sie schließen die Augen und atmen tief bis in den Bauch rein. Und zwar, ich mache das mal vor, tief einatmen. Sie verfolgen sozusagen den Atem, bis er tief im Bauch ist. Dann wird er dort ein bisschen gehalten, sodass man so eine Art, wie so ein Pressen im Bauch hat. Ja, das ist so, dass sozusagen der Sauerstoff direkt bis nach unten ins Wurzelchakra geht. Halten und langsam durch den Mund wieder ausatmen. Die Konzentration auf die beiden Finger lenken und dann auf den Atem. Und nochmal. Halten. Und das Ganze nochmal. Halten. Wenn Sie diese Übung 5-6 Mal machen, das kann man auch wunderbar auf dem Balkon machen oder in der Natur. Man atmet sozusagen gerade morgens oder mittags, je nachdem, welche Tagesstimmung gerade ist. Man atmet die Energie ein, man fokussiert sich und vor allen Dingen, man harmonisiert sich innerlich. Das ist dieser Ruhepol. Das machen Sie nach Bedarf, das können Sie 6-mal, 8-mal oder 10-mal machen. Wenn Sie jetzt sagen, jetzt möchte ich aber noch was wissen, was meine Zirbeldrüse aktiviert, was mich dann vielleicht sogar ein bisschen munter macht oder meine Wahrnehmung etwas schult, da gibt es eine wunderbare Übung aus dem Qigong. Also erstmal müssen Sie die Finger schnippen. Also schnippen einfach nur mal zum Zeigen, Sie brauchen nicht vorher. Mittelfinger und Zeigefinger. Genau. Eine kleine Anmerkung nochmal zu der Übung zuvor. Der Sinn, dass die beiden Finger hier aufs dritte Auge gelegt werden und dass wir dann bis zum Wurzelchakra oder bis tief in den Bauch reinatmen, hängt damit zusammen, dass Sie sich sozusagen mit der Stirnmitte und mit Ihrem Atem komplett verbinden, sodass man die Aufmerksamkeit komplett auf sich lenken muss. Man ist nicht mehr im Außen, sondern man ist komplett bei sich. Ja, das ist ganz wichtig. So, und jetzt noch mal zu der Qigong-Übung. Also das ist die Schnippbewegung, die Sie brauchen. Sie legen Ihre Daumen hier unter die Ohren. Die Hände werden so am Kopf angelegt. So, ich drehe mich mal so um. Quasi übers Ohr. Genau. Drüber. Und dann wird geschnippt. Und das Ganze, und das ist so ein bisschen die Herausforderung, Sie müssen mit den Fingern 86 Mal schnippen. Ui, kriegen wir mal Muskelkater in den Fingern, in den Schnipsfingern. Das heißt, das ist ein Training. Das heißt, wenn Sie am Anfang vielleicht nur 30 oder 40 Mal schaffen, spielt keine Rolle. Es ist immer ein Effekt da. Wenn Sie das jeden Tag einmal machen, entweder morgens vorm Aufstehen oder abends vorm Schlafen, man spürt durch das Schnippen, das ist wie so eine ganz leichte Dröhnung. Dadurch wird die Zirbeldrüse aktiviert und Sie spüren wirklich, also Sie spüren was. Wenn man es gemacht hat, man spürt etwas. Es kann sein, dass Sie vielleicht eine Woche brauchen, bis Sie wirklich 86 Mal schaffen. Frag mich jetzt nicht, warum 86 Mal. Das kommt aus dem Chinesischen, aus dem Qigong, diese 86 Mal. Das ist eine bestimmte Zahl. Und wenn man das gemacht hat, in dem Moment, wo du diese Übung machst und du schnippst dabei,
bist du ja auch konzentriert wiederum aufs Zählen. Das hat ja auch wieder eine meditative Einfluss. Ja? Schön 86, das ist ein bisschen höher, da muss man sich ein bisschen länger aufs Zählen. Also als ich damit angefangen habe, du spürst anschließend keine Dröhnung, aber du spürst, irgendwas ist ein bisschen anders. Mhm. Es hält für einen Moment an. Ich kann es Ihnen nur empfehlen, machen Sie beide Übungen für sich, für Ihren Körper, für Ihren Geist. Das ist eine ganz wunderbare Sache. Was haben Sie gesagt? Man wird so ein kleines bisschen auch wacher. Ist das dann schlau, das vorm Ja, es ist nur so ein Moment. Machen, also ich glaube, träumt man dann auch anders, wenn man die Zirbeldrüse also aktiviert, so kurz vorm Schlafen? Man sagt, dass man tatsächlich besser träumt. Mhm. Viele sagen sogar, dass die Träume, die stattfinden, eher positiver sind. Also, dass man morgens wach wird, sagen, ich habe einen schönen Traum gehabt, als dass sie sozusagen, na, ich will nicht gleich sagen, ein Albtraum, aber dass sie einfach belastend. Es gibt ja viele Träume, die sind belastend, ja. Man hört über die Vergangenheit nach, was Menschen einfach so beschäftigt, ja. Und wenn man diese Übung abends macht und man schläft danach, kann man ja vielleicht eine halbe Stunde vor dem Schlafen machen, dann soll man tatsächlich besser schlafen. Und vor allen Dingen auch, dass die Träume angenehmer werden. Also einfach mal ausprobieren. Das ist ja eine bewusste Aktivität, die wir machen. Und diese Aktivität soll uns ja einen positiven Nutzen bringen. Also hat es auch eine positive Folge. Also einfach ausprobieren hilft dann definitiv. Toll. Man muss einfach was für sich tun. Genau. Möglicherweise auch eine Veränderung, denn darum geht es ja manchmal auch. Wir haben für Sie noch etwas von Birgit Laurich und Gabriele Iasetta. Schauen Sie mal rein. Birgit Laurich ist Botschafterin der allumfassenden göttlichen Fülle, die Manna genannt wird. Es ist ihre Lebens- und Herzensaufgabe, dich mit all ihren spirituellen Gaben sowie ihrer langjährigen Erfahrung in ein glückliches Fülleleben zu führen. Dabei unterstützt sie dich liebevoll, einfühlsam und beantwortet all deine Fragen ehrlich und treffsicher. Zusätzlich hat sie dafür mit der Intuition des Göttlichen vielfältige Manna-Fülle-Produkte entwickelt. Sie arbeiten gleichzeitig als besonderes spirituelles Werkzeug und Hochfrequenzsender Empfänger zur geistigen Welt für dich. Der intelligente Schmuck von Gabriele Iasetta. Die Schmuckdesignerin fertigt intelligenten Schmuck, der ihre mentalen Fähigkeiten stärkt und sie dabei unterstützt, sie selbst zu sein. Stöbern Sie auf ihrer Internetseite und finden Sie eine große Auswahl an tollen Produkten, die Sie direkt online bestellen können unter www.gabriele-iasetta.com oder telefonisch unter 0800 07 10014. Bei Nennung von Leichter Leben erhalten Sie 10% auf Ihren Einkauf. Holen auch Sie sich den intelligenten Schmuck von Gabriele Iasetta nach Hause und spüren Sie die Energien. Und wir haben noch etwas für Sie. Dankenswerterweise hat Johanna Arnold ja etwas mitgebracht für Sie in der Verlosung. Heute ihr wunderbares Buch Mit deinen Händen heilen und die passende DVD auch noch gleich dazu. Wenn Sie dieses tolle Paket gewinnen möchten, beantworten Sie uns bitte folgende Frage. Johanna Arnold ist Expertin für A. Mesmerismus oder B. Optimismus. Ich würde definitiv sagen für beides, aber entscheiden Sie sich einfach für eine von beiden Antworten und rufen Sie uns an unter der 0137 988 1404 und aus Österreich und der Schweiz unter der 0901 0501 90. 18 Jahre alt müssen Sie sein, um bei uns teilzunehmen. 50 Cent kostet der Anruf aus dem Mobilfunknetz, kann es immer etwas teurer sein, das wissen Sie. Und bis 15 Uhr sind die Leitungen noch geschaltet, also noch knappe 5 Minuten. Und die Teilnahmebedingungen finden Sie wie immer auf astrotv.de. Viel Erfolg! Und natürlich ist das alles, was du machst, die Ordnungstherapie, die du auch entwickelt hast, das ist übrigens auch alles rechtlich auch noch abgesichert. Es gibt eine Entscheidung. Ein Grundsatzurteil vom Bundesverfassungsgericht. Und das lautet, wer Hände auflegt, dabei kein Heilungsversprechen gibt und keine Diagnose stellt, arbeitet nicht gesetzeswidrig. Ja. Also ich würde, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, experimentieren Sie einfach mal damit. Wenn Sie nach dem Buch vorgehen wollen, dann übernehmen Sie auch nichts, wenn Sie es korrekt machen. Und denken Sie bitte an den Bibelspruch im Matthäusevangelium, den Kranken werden Sie die Hände auflegen und sie werden gesund werden. Ja. Es ist so einfach, was der Schöpfer uns in die Hände gegeben hat. Und die katholische Kirche hat es leider für sich beansprucht, indem sie sagt, das gilt nur für die Apostel. Nein, jeder Mensch hat diese Fähigkeit. Jeder Mensch ist ein Apostel. Man muss sie einfach nur zum Leben erwecken. Ja. Zum Magnetismus gehört noch ein bisschen etwas anderes, nämlich Licht. Licht und das Wort Geist. Ja. Nämlich, Goethe sagt,
die Erde ist eine Pflanzschule für Geister. Mhm. Jetzt ist es so, um dem Wort gerecht zu werden, da würde ich gerne lieber Wissenschaftler zitieren. Zum Beispiel Professor Dürr sagt, der Geist ist kein Teil der Materie-Energie-Welt. Mhm. Dann gibt es einen Nobelpreisträger, John Eclet, einen Gehirnforscher, und der sagt, Geist und Gehirn sind voneinander unabhängige Komplexe, mhm, sie stehen nur in Wechselwirkung. Ja. Aber im deutschen Sprachgebrauch ist das Wort Geist nicht dafür benutzt, für das man es benutzen sollte. Mhm. Weil wir benutzen Geist für den Geist in der Flasche, ja, oder es geistert um Mitternacht, oder jemand ist geistig sehr wach, also damit meint man sehr intellektuell, mhm, versiert. Mhm. Aber das Wort Geist im wirklichen Sinne heißt, der Ursprung des Menschen ist geistig. Wir kommen aus dem sogenannten Paradies, treten ein in die Welt. Geist ist nicht stofflich, genau, wie Dürr schon sagt, kein Teil der Materie-Energie-Welt. Und wir treten ein in eine Stofflichkeit, aber in unseren physischen Körper. Es wird Schluss auch von den Schamanen richtig, schön, ja, beschrieben, in schamanischen Traditionen, dass eben dieser Lichtkörper, ja, sich mit dem physischen Körper verbindet. Über die Chakren wird das, mhm, beispielsweise, mhm, getan. Aber und gibt es im Sterbeprozess, Stufen? Genau, mehrere Stufen. Und im Sterbeprozess löst sich das dann, ja, wieder. Also der physische Körper vergeht dann irgendwann, ja, und der Lichtkörper setzt sich quasi, ja, wieder ab, ja, vom physischen Körper und geht wieder ein ins, also auf den Ganze, verschiedenen Ebenen, wo wir uns dann irgendwann eben auch hier inkarnieren, brauchen wir auf jeder Ebene eine Hülle. Mhm. Vergleichbar mit, wenn wir auf den Mond gehen, brauchen wir eine Astronautenhülle. Ja. Wenn wir tauchen, brauchen wir eine zusätzliche Hülle, um auf dieser Ebene agieren zu können. Mhm. Und hier ist es, die letzte Hülle ist der physische Körper. Und der dahinterliegende, der Seele und Körper miteinander verbindet, das ist der sogenannte Astralkörper, wie, mhm, er oft benannt wird. Und da gibt es das schöne Phänomen des Phantomschmerzes. Da, ja, kann man vielleicht ein Bild bringen. Da hast du auch ein Bild zu mitgebracht. Bringen. Genau, das und da zeigt man, wenn jemand ein Bein verloren hat zum, ja, Beispiel, ja, dann ist uns ja bekannt, dass derjenige Schmerzen haben kann. Mhm. Aber das Bein ist doch nicht mehr vorhanden. Jetzt sagt die Wissenschaft, na ja, das ist einfach, das Gehirn reagiert noch so. Jetzt gibt es aber den Gegenbeweis, nämlich in China ist es so, da dass man, genau, durch, also dieser erste Körper, dahinter sind sozusagen feinstofflichere, mhm, Körper. Hier fehlt das linke Bein ab Knie und der hat Schmerzen. Gut, also wie gesagt, man könnte sagen, das spielt sich nur im Gehirn ab. Nein, dem ist nicht so. Der Beweis ist, die Chinesen können durch Akupunktur gewisse Teile des Astralkörpers kurzschließen. Mhm. Und können dann operieren ohne Narkose. Ja. Das heißt, das eigentlich Empfindende spielt sich im nächst feinstofflichen Körper ab. Wir, ja, müssen, und, ja, und die einzelnen Körper sind über ihre Strahlung magnetisch miteinander verbunden. Und das versuchen wir im Magnetismus wieder miteinander zu verbinden. Und dann das Magnetfeld, genau, auch wieder, ja, entsprechend zu ordnen. Wir könnten noch Stunden weiterreden und du, stimmt, hast auch noch ganz viel eigentlich zu erzählen. Mhm. Du darfst gerne noch mal, wenn du magst, zu uns kommen. Wunderbar, ja, ich nehme die Einladung laden an. Laden wir dich gerne, ja, wieder zu uns in die Sendung ein. Für heute sind wir durch. Wir haben auch noch den Spruch des Tages, der da lautet, Glück zieht wirklich immer noch mehr Glück an wie ein, ja, Magnet. Wunderbar, ja, wunderbar, hervorragend. Das passt natürlich hervorragend. Wie immer, danke, hat sich die Redaktion auch was dabei gedacht. Danke. Ganz vielen Dank auch, danke, dafür. Ihnen einen wunderbaren, geordneten, magnetisch geordneten Tag. Und aktivieren Sie auch zwischendurch mal die Zirbeldrüse. Genau. Lassen Sie es gut gehen. Einen wunderbaren Tag. Wenn Sie mögen, morgen wieder 14 Uhr leichter Lebenszeit für mich. Schauen Sie auch morgen wieder rein. Dankeschön. Tschüss. Guten Tag. Tschüss. Danke euch. Danke. Schön, dass Sie da sind.